Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler und Baumjäger da draußen. Wir haben beim letzten Mal definitiv bewiesen, dass Murp ein Baumjäger ist. Ey, so sehen wir jetzt aus. Guck mal. Buja. Das gefällt mir. Ich bin auf einmal sehr, sehr langsam. Also man merkt, das Gewicht verlangsamt mich, wenn ich hier mit so einer krassen Ausrüstung durch die Gegend ziehe. Ein Rennen ist nicht mehr. Er geht jetzt mehr so. Ach, Hugin. Ich würde dich ja mal anlabern, ey. Da bist er. Was hast du mir jetzt schon wieder zu sagen? Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Ha! Das wirst du nicht erleben, mein Freund. Hier ändert sich ein bisschen was. Hier ist der dunkle Wald. Hugin, hast du mir dazu was zu sagen? Dreh dich um, dieser Ort ist gefährlich. Oh, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich möchte mal testen, ob ich dieses Holz hier haben kann oder ob das Spiel sagt, nö. Oh, ich kann das Tannenholz umhauen. Tannenzapfen. Ist aber auch ganz normales Holz. Es scheint kein besonderes zu sein. Nö, aber Tannenzapfen. Ich kann Tannen dadurch wachsen lassen. Nehmen wir mal mit. Also bis jetzt hat Hugin nach wie vor mir keine guten Tipps gegeben, ne? Bis jetzt empfinde ich diesen Ort nicht als gefährlich. Ändert sich aber vielleicht noch. Was ist das? Eine Distel. Aha. Oh, ein Kupfervorkommen? Aha. Ja, ich wusste, dass es irgendwann mal noch Metall geben wird, aber jetzt habe ich mal zum ersten Mal so ein Kupfervorkommen entdeckt. Da oben wird sogar Schnee, sehe ich das richtig? Ich bin neugierig. Wir alle wissen, Murp der Baumjäger kann eine Sache gut: weglaufen. Also falls es einen Grund geben sollte, wegzulaufen, werde ich diesen Skill hart abusen. Und es ist glatt wie nochmal was, ey. Kein Winterdienst. Jetzt weiß ich, warum Hugin mich gewarnt hat. Jetzt bin ich sogar schon im Gebirge. Du erfrierst. Oh, ich bekomme Schaden. Das nehme ich jetzt dann doch mal als klare Warnung hin. Runter! Okay, ich habe es begriffen, Spiel. Du kannst aufhören, mir weh zu tun. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ganz im Ernst, momentan strotzt dieses Gebiet vor Leere. Au! Okay, die Grauzwerge hier sind tougher. Ich brauche ein Schild. Oh je, das sind aber viele! Es sind viele! Oh, oh. Ja, ich sollte mal besser ein bisschen gehen. Wir gehen mal hier weg. Wir gehen. Sonst liege ich gleich im Dreck. Okay. Oh, sind das viele? Okay, ich entwaffne mich mal kurz mal selbst. Hallo Hirsch, guck mal, ich habe was dabei. Ich muss hier dringend weg. Da unten hat es was mit Steinen. Ich musste. Oh nein! Ah, da sind ja noch mehr von denen! Okay. So, jetzt sind sie alle aus ihren Häusern gekrochen gekommen. Um Gottes Willen. Sind sie immer noch hinter mir? Sie sind immer noch hinter mir. Okay. Ich guck mal, ob ich sie mit nach Hause nehmen kann und vielleicht einladen kann, ne? Dann sind sie vielleicht freundlicher. Die kommen ja immer noch. Okay, nun haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben sich von ihrer Gruppe entfernt. Und werden nun von Murp, dem Baumjäger, der nun zum Graujäger wird, vermöbelt. Aua. Ja. Warte, ich mache jetzt mal den Schild wieder weg. Das Lustige ist, dass diese Viecher so scheiß langsam sind, dass ich sie einfach töten kann. Komm her. Au. Ist nur noch einer jetzt übrig und ich habe fast keine Hitpoints verloren. So, kurz warten, bis ich wieder Ausdauer habe.
Ihr seid einfach zu dumm zum Kämpfen, wisst ihr das? Das ist euer Problem. Da ist ja noch einer. Das ist der Kleine. Ein Grauling. Guck mal. Du bist auch nicht gerade der Schlauste von deiner Sippe, ne? Du hast gerade eben gesehen, was ich mit deinen komischen Vorgesetzten gemacht habe, die hier gleich in einem ganzen Bunch auf mich draufgerollt sind. Und das lief nicht gut für die. Und dann kommst du an und willst mir auch noch hier eine mitgeben, nachdem die tot sind. Also ich sehe schon, diese Graulinge oder Gräulinge, ich weiß schon, warum die so genannt wurden. Die Götter sahen sie an und es graute ihnen vor ihrer Dummheit. Ich habe momentan Mut getankt, Freunde. Ich glaube, Merb, der Baumjäger, ist bereit für dieses Gebiet. Außerdem möchte ich wissen, was das für komische Steine waren, vor denen ich gerade eben davon gerannt bin. Ich weiß jetzt gerade eben gar nicht, wo ich an dieser komischen Steinsache vorbeigerannt bin. Ich meine, das war irgendwo hier. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich irgendwo da oben war. Und ich weiß, dass ich irgendwo da... Was haben die eigentlich dabei? Was ist denn das? Grauzwergenauge. Das milchige Auge eines Grauzwergs. Lecker. Genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ja, komm doch her, Junge. Komm her. Ihr seid doch einfach nur dumm. Der nächste auch. Und wieder einer. Ja. Okay, es werden wieder mehr. Es werden mehr. Wir machen jetzt einfach mal die Reise nach Jerusalem. Oh, ich erfriere. Ich sollte hier mal... Oh, da ist ein Haus. Ein Haus. Ein Haus, Freunde. Ich erfriere. Ich muss hier erstmal nochmal ein bisschen ums Häuschen laufen. Hier erfriere ich nicht mehr. Wie nett. Ich werde sie nun... ich kann das Ding nicht öffnen. Wieder eingetötet. La la la. Ihr seid doch dumm wie Bohnenstroh. Au. Das war wie ein Klaps auf den Po. Das nennen die einen Angriff, ey. So. Ich fasse es einfach nicht. Ich sag's doch, Leute. In diesem Spiel sind Bäume das Gefährlichste. Ihr solltet mich mit Bäumen angreifen. Dann hätte ich Respekt vor euch. Na also. Darf ich mir jetzt endlich mal dieses Building hier anschauen? Das ist ein Hocker. So, erstmal chillen. So, da. Machen wir dafür auch noch mal ein bisschen Fackel an. Damit ihr auch seht, wie wir hier chillen. Gut, wie stehe ich eigentlich wieder auf? So, was ist eigentlich das da? Ein Fass. Ich kann da reingehen. Cool. Da ist noch mal ein Chest. Ja, dann machen wir uns mal langsam aber sicher wieder runter, ne? Ach, da hat es ja noch mal solche Grauzwerge. Meine Fackel ist soeben gestorben. Oh, hi. Na, komm her. Du Feigling. Ich treff's halt einfach nicht, ne? Okay. Ich hab genug von euch. Die werfen halt mit Kacke nach mir oder sowas in der Art. Oder mit Steinen. Die sind einfach nur dumm. Militärstrategie als Wert minus 7000. Der Moment, wenn du einfach zu dumm bist, als natürlicher Jäger in diesem Wald dein Opfer zu umzingeln, das ist genau der. Die Evolution hat euch definitiv zum Aussterben verurteilt. Ich sag's euch, guck mal, der versucht ja noch zu fliehen. Ihr seid doch echt seltsam. Ich krieg halt diese Tüten nie. Also das mit dem Kacke werfen haben die drauf. Das ist auch das Einzige, was die können. Ich glaube, das ist ein Meme. Sie selber sind Kacke und deswegen werfen sie mit Kacke. Komm jetzt. Ah. Ich treff's halt nicht. Sag mal. Wollt ihr einfach nur ein Autogramm oder was ist falsch mit euch? Ich kann es nicht mal als ernsthaften Angriff hier werten. Ich kann sogar noch looten, ey. Okay, Junge, ich kann auch anders. Aufgesetzter Headshot. Mal wieder. So, haben wir jetzt alle.
Ich glaube, wir haben alle. Ich wollte mir nämlich das da unten anschauen. Da war etwas Interessantes. Da sind noch mehr von den Typen. Hallo, der Onkel ist da. Gott, und vor denen hatte ich eine Sekunde. Okay, der ist anders. Der ist aber auch nicht viel stärker. Und jetzt ist er auch ziemlich tot. Komm her. Put, put, put. Ich hab den Baum gestochen. Da ist nochmal eine Kiste, aber ich muss ihn erstmal in selbige bringen. Was? Halt. So. Was ist mit dir? Hi, Kuckuck. Du alter Kackewerfer, du. So. Gut. Darf ich jetzt bitte mal schauen, was da drin ist? Wisst ihr, und wieder einmal hat der Hugin mich an, also mir einen schlechten Rat gegeben. Also bis jetzt, seitdem ich von Anfang an, das habt ihr nicht alle mitbekommen, aber bis jetzt, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Hugin nicht gerade eine Hilfe ist. Das hat sich mal wieder bewahrheitet. Und dieser Ort ist gefährlich, du solltest da besser nicht hingehen. Habe ich gemerkt. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder, ne? Du kannst dich so, zur Zeit nicht schlafen. Warum? Ich bin anscheinend zu ausgeruht. Oder zu hungrig. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich kann zurzeit nicht schlafen. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal schöne Zeit. Ne? Macht's gut, tschüss und ade.